Heute werden wir mal darüber sprechen, was du dir in Zukunft auf diesem Kanal wünschst. Genau, wie ihr merkt, sind wir, denke ich, gerade hier sehr stark auf diesem Kanal auch dabei, uns ein bisschen ja, selbst und neu zu erfinden. Wir werden jetzt heute mal auch ein paar Videos hier draußen shooten, weil wir haben jetzt, denke ich, schon seit vielen, vielen Monaten einfach Videos aufgenommen, wo ich einfach alleine ganz normal an einem Tisch saß. Und jetzt wollen wir auch mal ausprobieren, wie das für euch so zum Beispiel ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auch draußen shooten. Ja, wir haben jetzt Maxi, unsere neue Social Media Managerin, haben da jetzt auch viel mehr Spielraum, was wir da machen können. Deswegen, wenn ihr da sagt, hey, ich finde es voll geil, wenn wir in die Richtung gehen würden oder wir würden in die Richtung gehen, dann schreibt uns das super gerne einfach mal in die Kommentare und sagt uns vor allem auch, könnt ihr auch so trennen, was wünscht ihr euch so von der Optik her? Also, keine Ahnung, sagt ihr, hey, irgendwie, wenn das an einem ruhigen Platz drin ist, wo es einfach ruhig ist, der Ton vielleicht bestmöglich ist und so weiter, dann fände ich das am angenehmsten, weil ich mir eigentlich nur den Schulcontent reinziehen will und das mache ich eh von daheim aus. Oder sagt ihr von der Optik her auch, hey, ich finde das voll cool, wenn irgendwie im Hintergrund ein paar Menschen laufen, irgendwie, man sieht ein bisschen was von Düsseldorf, wir sind hier irgendwie am Rhein oder so, das findest du cooler. Und gleichzeitig auch, was möchtest du inhaltlich vor allem? Ja, hier geht es vor allem darum gehen, wie du in der Oberstufe einfach das Bestmögliche rausholst, ja, wie du vor allem auch einfach dein Traumabitur erreichst. Auf der einen Seite eben den Zielschnitt erreichst, den du haben möchtest und gleichzeitig das auch auf eine möglichst stressfreie Art und Weise. Und all die Sachen, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht in Menschen läufst, bei all diesen Sachen ist es natürlich super, super wichtig, dass wir da auch darauf eingehen, was für euch wichtig ist. Ja, und ich kann euch auch da ein paar Vorschläge machen. Ja, ich kann euch natürlich weiterhin Schultipps geben. Ich denke, das wird immer das zentrale Thema sein. Aber was interessiert euch zum Beispiel auch hinter den Kulissen? Wir werden jetzt den einen oder anderen Vlog mal wieder auch hochladen. Auch da gibt es gerne Feedback. Findest du das spannend? Interessiert dich, was in meinem Leben passiert? Was wir ansonsten machen? Was wir vielleicht auch vom Team her machen? Wie es bei uns im Büro abläuft und so weiter? Interessiert euch solche Sachen? Ja, nein? Sagt ihr, hey, 6 Videos in der Woche zum Thema Schule und Tipps? Und dann lieber irgendwie einmal in der Woche zu was bei euch sonst so in eurem Leben passiert. Schreibt uns das super gerne in die Kommentare, da würden wir uns drauf freuen. Deswegen nehmt euch gerne die Zeit, die ihr jetzt auch durch das kürzere Video habt, jetzt in die Kommentare das auch ausführlich zu schreiben, weil es wird maßgeblich den Content beeinflussen, den wir in den nächsten Monaten für euch produzieren. Deswegen vielen Dank für eure Mithilfe auch in der Hinsicht. Und denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.